So, meine Freunde, ich bin wieder zurück und ihr seht auch hier schon den Weg zu unserem neuen Nachbardorf. Oder soll ich sagen, unserer neuen Heimat? Und hier fangen die Leute an, wild im Wildwuchs ihre eigenen kleinen Gebäude zu bauen. Mitten auf dem Weg. Okay, er baut ein kleines Steinhaus. Egal. Den Kern des Dorfes haben wir selber gebaut. Das ist das Wichtigste. Feiern wir jetzt mal. Ich brauche dich nicht mehr, Pferd. So. Feuern wir mal unseren General an. Warum brennt das Gebäude? Oha. Ist das Nebel? So. Das Elster. Diplomatie. Botschafter schicken. Ein Botschafter im Königreich. Dann ändern wir das doch mal. Ich soll hier irgendwo einen Botschafter machen können. So. Jäger, er baut gerade sein Haus. Du bist Steuereintreiber, du bist Rat. Irgendeiner von denen war Kämpfer. Du bist General. Bürgerwehr? Ah, dann bist du General. Und du gehst in die Bürgerwehr. Obwohl, der Reisende geht in die Bürgerwehr. Und jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen Geld reinmachen. Weil, die kosten ja alle Geld. Und bis ich die ersten Steuer eintreibe, dauert das ein bisschen. Doch eine andere Fahne, die hier hatte. Und da gibt es eine schönere. Oh, die sieht geil aus. Die nehmen wir. Finanzen. Wir kriegen Steuern. 1700. Der Steuerantreiber kriegt 10% davon. So, mit Rat und Steuerantreiber und General. Und drei Soldaten. Da haben wir plus 269. %60 klingt doch gut, oder? Plus 500, da machen wir sogar ein bisschen plus. So, der General kann Waffen einstellen. 10% von den Siedlern. Und 10% von der Armee sind Waffen. 20%. So. Wenn wir Waffen haben und jetzt endlich eine Armee hier aufbauen. Oh, dann brauchen wir auch einen Botschafter. Einer der Schreiberlinge. Du bist Botschafter. Jetzt können wir auch hingehen und... Diplomatie. Wir schicken den Botschafter. Warte. Ah, Struktur zerstören, da geht das. Wir können das Rathaus neu bauen. Wie geil ist das denn? Ist er da? Ja, noch nicht. Und zerstören. Da sollst du eine Fackel in der Hand haben. Okay. Und zerstören.
Krass, das geht. Das Auto stand da eigentlich so ganz gut, aber dann machen wir das anders mit der Aussicht. Wir lassen das Rad raus. Ja, wir lassen das Rad auch da hinten. Hier ist eh kein Platz. Der Hügel ist zu steil. So. Da kommt das neue Rathaus hin. Okay, wir brauchen noch 20 Bretter. Okay, jetzt haben wir 50 Bretter. Dann gucken wir sofort, ob das ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Erst wieder in die Ämter gucken. Ja, alles läuft wie geschnürchen. Erstmal ein bisschen Geld rein. Nein, nicht alles nehmen. Kleiner Egoist. Dann haben wir das schon mal. Geld für die Armee. Rüstung machen wir noch nicht. So, guckt euch das an. Jetzt sehen wir das Dorf. Und wir sehen die geile Aussicht. Jetzt sehen wir beides und genau das wollte ich. Das Dorf und die geile Aussicht. Und siehst du diesen Hügel da? Da bauen wir jetzt einen großen Steinturm hin. Wir können... Oder einen kleinen Steinturm. Weiß nicht. Das ist für mich ein großer Steinturm. So. Wenn wir den hier auf dem Hügel bauen können, wäre ja, schon echt geil. Hügel zu steil. Mist. Beachtet jetzt am Anfang auch nicht die Mauer, weil die wegkommt. Zeige ich euch nachher. Ja, das gefällt mir gut. Wir haben Fleisch, gut. Boah, guck mal, wie geil der hier auf dem Hügel steht. Der Turm, boah, perfekt platziert. Perfekt.
dem Baumstamm. Guck, der verändert auch immer die Straßen. So, mit 30 können wir wieder ein bisschen was bauen. Und unser erster Steinturm ist fertig. Und da oben haben wir eine super Aussicht. Guckt euch das an. Hier sehen wir das Dorf. Und von hier aus sehen wir das Kriegslager da hinten. Oh, das Kriegslager ist runter. Ist das ein Wolf? Was für eine schöne Aussicht. So habe ich mir das vorgestellt. Und was bist du? Machst du? Ich habe nicht genug Geld, also möchte ich etwas Holz sammeln und verkaufen. Oh, okay. Ich treibe mal die Steuern bei der. Nein. Das gibt nur Ärger. Also wir expandieren schneller als als wir hier Mauer haben. Mal 8 Stunden. So. Eins davon essen wir. Wir wollen massive Holzwand. Die können wir nicht. Aber wir können einfache Steinwand, behandelte Steine. 100 Holzstämme. So Leute, suchen wir 100 Holzstämme. Können wir unser Reich hier schon mal wieder vergrößern. Ist ein bisschen verbuggt, aber ich bin froh, dass ich das hier an der Prision irgendwie hinkriege. Und jetzt kommen wir auch von hier rein und raus. Oder auch nicht. Und hier ist ein bisschen Weg rein, egal. Die haben eine neue Siedlung gegründet. Ich habe auf dem Weg zurück vom Dorf irgendwo so einen Siedler gesehen. Die hatte nach einem perfekten Platz für ein neues Dorf gesucht. Ist hier ein bisschen rumgerannt. In der Nähe von unserem Dorf. Die wird also nicht so weit sein. Obwohl das auch schon wieder ein bisschen her ist. Oh, warte. Hier noch ein Baumstamm. Schade, dass man nicht mal wie bei Medieval Dynasty so einen Blick hat, dass man dann direkt alle Baumstämme sehen kann. So, wir haben unsere 100 Baumstämme. Ne, noch nicht. Ein Baum muss noch dran glauben. Seht ihr, jetzt haben wir
Das ist blöd. Das ist blöd. Wir hätten gleich warten müssen mit der Steinmauer. Egal, das ist das Rathaus halt außerhalb. Was können wir noch? Wir können noch einen solchen Turm bauen. Jetzt sogar innerhalb. Bauen wir hier eine Ecke. Nicht? Zu steil? Ist hier besser? Dann können wir aber auch wieder direkt einen Steinturm machen. Wir machen die Steintürme lieber außerhalb. So. Und da hat man einen super Blick. Gut, überraschenderweise habe ich tatsächlich gedacht, dass wir damit da durchkommen. Bei dem anderen Speicher, den ich hatte, war die Holzwand einfach gigantisch. Monatliche Zahlungen. Doch gut. So, dann haben wir auch 55 Holzbretter. Die halten ja nicht lang. So, hier haben wir den nächsten Wachturm. Und von... Oh, Partnerschaft haben wir erfolgreich unterschrieben mit dem. Aber von hier kann man eigentlich auch sehr viel sehen. Kann man das hier gut verteidigen. Ah, langsam kriegen wir hier eine richtige Burg. Wir haben Partnerschaft unterschrieben. Warum geht die Musik immer so schrill aus? So, unser Lager. Eisenerz haben wir, Ingots. Handelte Steine. Stahlrohling. Weicher Mannhut. Hatte Shop verwalten. Ach, wir können sogar sagen, was wir kaufen und was wir nicht kaufen. Verkauft Eisenaxt. Oh. Wir haben eine Stahlaxt. Schauen wir noch einmal rein. Stadtdorf. Handelsabkommen schließen. Nicht verfügbar in der aktuellen Version. Wird Krieg erklären.
Wir haben Krieg erklärt. Gut. Jetzt brauchen wir eine Armee. Und die schicken wir dann zu Felde. Eine Armee kostet viel Geld. Na du? Alter Halunke. Aha. Bürgerwehr. Gärtner. So, du bist... Haben wir hier Armeegröße? 40%, 50%. Gut. Gut. So, Leute, wir werden nächste Folge die Armee hervorrufen und diese schön gewappneten Männer dann in den Krieg schicken. Und wie das Ganze dann aussieht, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, nicht vergesst zu bewerten und bis dann, euer Toshi. Ciao.